Neugierig zu hören, was euch dazu eingefallen ist, mich immer zu anfangen. Ja, dann beginne ich. Ich war noch ein Kind. Obwohl ich es nicht verstehe, versuche ich es immer öfter. Der Wecker läutet 6 Uhr morgens. Trotzdem stehe ich auf. Jemand geht mir auf die Nerven. Aber zum Trotz ändere ich meine Meinung nicht. Obwohl ich es liebe, wird es sterben. In der Schreibwerkstatt kommt dann, man könnte sagen, sowas wie die Seele heraus. Weil da kommen dann Sachen heraus, die man normalerweise so nicht sagen würde, aber beim Schreiben tut man sich dann ein bisschen leichter. Ich glaube, dass Sprachlosigkeit das ganz große Elend ist, unter dem sehr, sehr viele Menschen leiden, dass Sprachlosigkeit auch am Denken hindert und auch das Denken über die eigene Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft ist abhängig von Sprache. Und daher glaube ich, dass es ganz wichtig ist, Menschen Vertrauen in die eigene Sprache zu geben. Trotzdem, ich nicht gut verstehe Deutsch, ich komme bei Schreiberstadt. Ich habe nicht viel Geld, aber trotzdem, ich bin glücklich. Für mich einer der ganz großen Erfolgserlebnisse der Schreibwerkstatt, dass Simone, die jahrelang nur in die Schreibwerkstatt gekommen ist, um zuzuhören, eines Tages angefangen hat, doch selbst zu schreiben. Wenn was vorgegeben wird, wird ein Leitsatz, ein Leitbegriff, ein Leitwort. Der Rest entsteht von uns. Das ist eben das Schöne an der Schreibwerkstatt und das Authentische. Man bekommt zum Beispiel das Wort trotzdem und alle Menschen unterscheiden sich mit der Auffassung des Wortes trotzdem. Das ist im Grunde genommen die Basis meiner Schreibwerkstätten, Menschen Vertrauen in die eigene Sprache zu vermitteln. Und das kann man nicht nach irgendeinem Rezept machen, man kann auch nicht Tipps geben, man kann nur eine Atmosphäre schaffen, in der die eigene Sprache als etwas vermittelt wird, das kostbar ist und das, was einer zu sagen hat, alles, was einer zu sagen hat, dankbar aufgenommen wird. Gesteckt haben wir alle in dem Dasein, dass wir unser Leben quasi im Normalsein verloren haben. Jeder hat seine Probleme und Fehler gemacht. Die meisten haben ihr Zuhause oder ihre Familie verloren. Viele haben irgendwelche Ausflüchte in welche Süchte auch immer gesucht, leider gefunden. Und hier sind wir halt an einen Platz gekommen, wo wir wieder sein haben dürfen und können. Können war das richtige Wort, weil einen Platz zu haben, wo man sein darf und sich zurückziehen kann, ist in dieser Welt nicht mehr das Selbstverständliche.